Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Holger aus der Steiermark. Heute gibt es eine ganz wichtige Information von mir und zwar müsst ihr unbedingt beachten, dass das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität der Agronomen steht. Alles klar, oder? Ihr wisst jetzt, um welches Thema es geht. Ja, genau, Fachchinesisch. Heute mache ich ein Video zum Thema die wichtigsten Bonsai-Begriffe. Natürlich hat die Bonsai-Sprache auch ihr eigenes Vokabular. Das ist auch gut so, denn wenn der andere die gleiche Sprache spricht wie ich, weiß ich immer genau, was er meint und wir müssen uns nicht jedes Mal über Begrifflichkeiten erst verständigen. Ich habe versucht, in diesem Video die wichtigsten Begriffe zusammenzustellen, mit denen man als Anfänger konfrontiert ist. Es gibt in den Büchern und auf diversen Foren oder Internetseiten solche Glossars, heißt das so, oder Glossi, keine Ahnung, wo bis zu 200 Fachbegriffe drin sind. Die sind auch alle wichtig, aber nicht für einen Anfänger oder für Anfängerinnen. Also aufgepasst, 30 Begriffe in unter 30 Minuten, das ist das Ziel. Los geht's. Der Satz vom Anfang bedeutet übrigens, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Kartoffeln wachsen ja bekanntlich in der Erde, aber die Bonsaianer reden in der Regel nicht von Erde, sondern von Substrat. Substrat ist eine Mischung aus verschiedenen Komponenten: Lehm, Torf, Bimskies, Moos, Erde. Jeder Bonsaianer hat also seine eigene Mischung. Es ist extrem wichtig für die Vitalität deiner Bonsai und du musst herausfinden, bei welchem Substrat deine Bonsai am besten gedeihen. Das hat viel mit deinem Gießverhalten zu tun, mit deinen Möglichkeiten natürlich auch. Es gibt unterschiedliche Mischungen für Laub- und Nadelbäume. Das ist wirklich wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt dazu auch ein Video von mir in diesem Kanal. Wenn du das noch nicht gesehen hast, liegt es vielleicht daran, dass du noch nicht abonniert hast. Das kannst du jetzt nachholen oder auch am Ende des Videos in aller Ruhe. Wichtig ist, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, denn normale Blumenerde oder auch Bonsai-Erde, wie sie manchmal im Baumarkt angeboten wird, ist nicht gut für deine Bonsai. Schlechtes Substrat führt zur sogenannten Staunässe. Dieser Matsch in deiner Bonsai-Schale ist der sichere Tod für den Bonsai, weil es langfristig den Sauerstoff entzieht und die Nährstoffaufnahme verhindert. Kinder lieben Matsch, Bonsai hassen Matsch, so einfach ist das manchmal. Einer der Hauptbestandteile in modernem Substrat ist sicherlich Akadama. Das kann man mit roter Erde übersetzen, ist eigentlich so ein braunrotes Lehmgranulat aus Japan. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr feinkörnig ist, eine hohe Wasserspeicherkapazität hat und auch relativ formstabil ist, also besser als normaler Lehm. Allerdings auch hier nach 2, 3 Jahren und harten, feuchten Wintern fängt es an zu zerfallen und man muss umtopfen. Es gibt es in unterschiedlichen Körnchengrößen mit unterschiedlicher Brandqualität. Das Beste ist wohl das Doppelgebrannte, wobei mir persönlich der Unterschied noch nie so richtig aufgefallen ist. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wie zeitgemäß ist es noch, Akadama über den halben Globus zu verschiffen? Die CO2-Bilanz ist wahrscheinlich nicht so gut. Es gibt Alternativen. Man muss ein bisschen danach suchen, aber Lavagranulat gibt es auch bei uns zu kaufen. Ein Vorteil hat das Akadama natürlich durch seine Farbe, wenn es nass ist, es ist sehr dunkel, das heißt, wenn ich es auf der Oberfläche verteile und es wird hell, dann weiß ich, es wird Zeit zu gießen. Noch etwas heller als das Akadama ist das Kanuma. Dieses fast schon gelbe Substrat hat eine besondere Eigenschaft. Es hat nämlich einen sehr niedrigen pH-Wert und ist damit optimal geeignet, um säureliebende Pflanzen wie zum Beispiel die Rhododendron-Sorten, dazu zählen auch alle Azaleen, optimal mit Nährstoffen versorgen zu können. Es ist ein bisschen weicher als Akadama. Man kann es mit den Fingern fast zerdrücken, so wie Milchreis, der nicht lange genug gekocht hat. Das Gelb dieses Kanumas beißt sich oft mit den Farben der Schale, deswegen gehen viele dahin und bedecken die oberste Substratschicht mit einer dünnen Schicht Akadama. Keto ist farblich gesehen genau das Gegenteil von Kanuma. Es ist fast schwarz. Das liegt an dem hohen Torf- und dunklem Lehmanteil. Dieses Substrat ist fast wie eine Paste und klebt unheimlich gut auf Felsen.
Es lässt sich damit ein Baum auf den Felsen pflanzen, ohne dass seine Wurzeln überhaupt Kontakt zur Schale haben müssen. Der Nachteil ist durch den hohen Lehmanteil, es trocknet sehr schnell aus. Daher ist es immer ratsam, das mit Sphagnummoos zu mischen. Moos ist übrigens eines der Themen in eines der nächsten Videos. Wenn du das sehen möchtest, abonniere doch den Kanal. Der Vollständigkeit halber sei hier auch das Kiryu erwähnt. Früher nannte man das Vitaminerde. Nadelbäume lieben das. Es hat eine rote Farbe durch den hohen Eisenanteil. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass die japanischen Marketingleute das auch lieben. Deswegen hier nochmal für euch extra in Japanisch das Wort Marketing. Ich würde es ergänzen durch Marketingopfer. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen, wenn man Kiryu teuer einkauft. Du kannst dein Geld wesentlich besser anlegen, indem du Mykorrhiza kaufst. Diese Sporen kannst du dem Substrat zufügen. Mykorrhiza sind Bodenpilze, die zum Teil außen an der Wurzel, manchmal auch innen drin leben. Es gibt Bonsai, die haben sie sowohl draußen als auch in der Wurzel. Diese Pilze setzen die Nährstoffe so um, dass der Baum darauf zurückgreifen kann und im Gegenzug versorgt der Baum den Pilz mit Zucker. Das ist also eine Symbiose, überhaupt nichts Schlechtes. Im Gegenteil, wenn du Pilze in deiner Schale hast, kannst du eigentlich froh sein, denn das zeugt von einem gesunden Bodenleben. Nicht so gut ist natürlich, wenn du Schimmel in deiner Schale hast. Jetzt ist das manchmal schwer zu unterscheiden. Aber Mykorrhiza leben unterirdisch. Das heißt, wenn deine Wurzeln weiß sind, ist es in der Regel gut. Wenn die Erdoberfläche weiß ist, das ist in der Regel Schimmel, das ist nicht gut. Das geht dann auch weg, wenn du die Schale an einen anderen Standort stellst, zum Beispiel einen Indoor-Bonsai mal nach draußen. Nach 2, 3 Tagen ist der Schimmel verschwunden. Mykorrhiza verschwindet nicht, außer du lässt ihn vertrocknen. Manche Nadelbäume sind so sehr auf Mykorrhiza angewiesen, dass man sagt, wenn man sie sammelt oder auch umtopft, dass man immer einen Teil des alten Substrats behalten soll, um sozusagen die neue Erde damit zu impfen. Mykorrhiza riecht angenehm, ja, auch das kann man leicht unterscheiden von Schimmel, während Schimmel also muffig riecht nach altem Kellergewölbe, riecht Mykorrhiza wie Champignon-Cremesuppe aus dem Restaurant. Der achte Begriff führt uns aus dem Substrat heraus. Wir haben uns bisher nur unterirdisch bewegt. Nun verlassen wir das Substrat und begegnen das erste Mal sozusagen unserem Bonsai. Nebari ist der Wurzelansatz, ein sehr häufig gebrauchtes Wort. Die Bäume, die ein gutes Nebari haben, wirken auf uns einfach wie große, kräftige alte Bäume. Wenn ihr das in der Natur mal beobachtet, bei eurem nächsten Spaziergang, werdet ihr sehen, dass junge Bäume oft wie ein Laternenpfahl in der Erde versinken. Im hohen Alter verdickt sich unten der Stamm. Der Baum ist sozusagen am Boden richtig verankert, festgeklebt. Und ein gutes Nebari ist in alle Himmelsrichtungen möglichst gleichmäßig verteilt, bietet Interessantes für das Auge. Was nicht so gern gesehen wird, ist ein Wurzelansatz, wo sich die Wurzeln überkreuzen, verknotet sind oder so ganz eng im Kreis um den Stamm herumgewachsen sind. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Baum zu lange in einer engen Schale gestanden hat. Also beobachtet mal Bäume in der Natur, achtet mal auf das Nebari. Das ist auch das Erste, wo ein Bonsai-Spieler hinguckt, wenn er einen Bonsai zum ersten Mal sieht. Er schaut auf das Substrat, dann auf das Nebari. Und während Anfänger immer sehr schnell auf den oberen Bereich in die Krone schauen, wird der erfahrene Bonsaianer immer noch unten verweilen. Er schaut sich dann den Bereich an, den man Tachiagari nennt. Das ist der sich erhebende, also der Teil vom Stamm, der dann zwischen dem Nebari und dem ersten Ast liegt. Dieser Teil, dieser Stammabschnitt ist sozusagen prägend für den Gesamteindruck des Bonsai und gibt auch die Richtung vor, in die er am ehesten zu gestalten ist. Es ist nicht die Krone, sondern es ist das Tachiagari, was das vorgibt. Dieses Tachiagari kann gerade sein, es kann gebogen sein, es kann geknickt sein, es kann verdreht sein. Es ist genauso vielfältig wie der Mensch selber. Und genau diese Position hat es auch. Während das Nebari unten die feste Verwurzelung in der Erde darstellt und die Krone sozusagen den Zugang zum Himmel symbolisiert, ist das Tachiagari
der Mensch, das verbindende Element zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Nummer 10 auf unserer Liste ist gar kein eigenes Wort oder wird zumindest nie so verwendet, sondern immer in Kombination. Edda bedeutet Ast und zum Beispiel der erste Hauptast in einem Bonsai ist derjenige, der sozusagen den Ersteindruck erzeugt. Ichi no Edda ist der Hauptast. Der Gegenspieler ist dann derjenige Ast, der die Balance erzeugt, oft auf der gegenüberliegenden Seite. Ein bisschen versetzt und auch von seinem Ausdruck her oft nicht eine Kopie vom ersten Ast, sondern eben eine Ergänzung. Der dritte Ast sollte dann auf der Rückseite des Baums sein. Ja, nun wissen viele Bäume das nicht, dass sie so zu wachsen haben und man muss halt oft mit dem leben, was man hat. Aber wir reden ja hier von dem Idealfall. Wichtig ist einfach für euch als Anfänger, ihr müsst wissen, dass die unteren Äste immer dicker sein sollten als die oberen. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Techniken, um das zu ändern. Zum Beispiel lässt man beim unteren Ast einfach mal den ganz durchwachsen, ja, zu so einem Opferast, damit er einfach dicker wird. Die Abstände unten zwischen den Ästen dürfen auch größer sein als oben. Also da gibt es eine gewisse Dynamik in den Abständen. Und was ganz wichtig ist, beim Tachiagari, diesem unteren Stammanteil, sollte kein Augenstecher sein. Das heißt, kein Ast sollte direkt nach vorne in die Augen des Betrachters zeigen. Ja, unser Weg führt uns weiter vom Nebari über das Tachiagari und die unterschiedlichen Äste hinein ins Blattwerk. In dem Zusammenhang werdet ihr immer wieder lesen oder hören, dass vom Blattschnitt die Rede ist. Es gibt dazu ein spezielles Werkzeug, was das Ganze sehr schnell und sehr einfach erledigen lässt. Beim Blattschnitt muss man als Anfänger wirklich sich zurückhalten. Die Verführung ist groß, weil man immer wieder liest, ja, mach einen Blattschnitt, dann kommen mehr Blätter, dann kommen kleinere Blätter. Ja, aber man muss wirklich genau wissen, wann macht man den Blattschnitt, warum macht man ihn vollständig, das heißt, schneidet man das ganze Blatt ab, macht man ihn nur partiell, das heißt, lasse ich einen Teil vom Blatt stehen, lasse ich ein Drittel stehen oder zwei Drittel stehen. Und es gibt auch den Teilblattschnitt, das heißt, ich könnte zum Beispiel im oberen Bereich die Blätter entfernen, im unteren stehen lassen. Das hat Konsequenzen, genauso könnte ich es andersrum machen, auf der Vorder- oder Rückseite, bei einzelnen Ästen. Bevor ihr also als Anfänger hingeht und denkt, ach, ich schneide einfach mal alle Blätter ab und dann kommen halt kleine nach, lasst es bitte, informiert euch vorher in den Foren, schreibt mir in die Kommentare, schickt mir E-Mails. Ein Blattschnitt zum falschen Zeitpunkt kann den Baum hinmachen. Nummer 12 auf unserer Liste ist das Internodium. Nodium ist der Knoten, der Blattknoten, aus dem sich ein neuer Trieb, eine neue Blüte entwickeln wird. Der Raum dazwischen heißt Internodium und das Ziel ist es, dieses Internodium immer möglichst kurz zu halten, um einen kompakten, dichten Bonsai zu bekommen. Man kann die Länge des Internodiums dadurch beeinflussen, dass man in der Hauptwachstumsphase sich beim Gießen zum Beispiel ein bisschen zurückhält, dass man nicht direkt am Anfang stickstoffbetont düngt. Übrigens zum Thema Dünger, ganz am Ende des Videos gibt es dort auch noch natürlich die Begriffe dazu. Der Schnittzeitpunkt des Internodiums und auch die Schnitttechnik selber beeinflussen ebenfalls die Länge dieses wichtigen Bereiches. Das Pinzieren ist so eine Schnitttechnik, mit der man die Länge des Internodiums gut beeinflussen kann. Es geht darum, die Knospe nach dem Aufbrechen sofort abzuknipsen. Man kann dazu die Pinzette nehmen oder auch einfach die Fingernägel. Man macht es besonders am Anfang des Triebwachstums im Frühjahr, um eine reiche Verzweigung zu erzielen. Warum das funktioniert, erkläre ich an späterer Stelle noch im Video. Wer zum Beispiel ein Ahorn hat und das über mehrere Tage, manchmal auch Wochen, regelmäßig macht, wird mit einem sehr dichten Laubdach belohnt. Das macht ein sehr glaubwürdiges Alter und die Blätter verkleinern sich auch. Man muss dazu nicht das Risiko des Blattschnitts eingehen. Ablaktieren, auch so ein Begriff, den man in der Alltagssprache eher nicht benutzt. Es geht darum, durch das Anritzen der Rinde
von zwei Zweigen, die miteinander zu verbinden. Man kann das auch mit dem Zweig und der Wurzel machen, um neue Wurzeln fürs Nibari entstehen zu lassen. Das Ablaktieren ist eine uralte Veredelungstechnik aus dem Obstbau. Es lohnt sich mal nach Veredelungstechniken zu suchen, denn viele davon lassen sich auf das Bonsai-Spielen 1 zu 1 übertragen. Ablaktieren ist sicherlich eine der Veredelungstechniken, mit denen auch Anfänger oder Anfängerinnen ganz gut und ganz einfach, auf einfache Art und Weise gute Erfolge erzielen können. Nummer 15 und damit die erste Hälfte des Videos habt ihr geschafft. Wenn jemand zu euch sagt, du musst beim Ablaktieren bis zum Cambium zurückschneiden, dann versteht ihr auch schon die erste Hälfte dieses Satzes. Die zweite Hälfte vom Video kommt jetzt und die zweite Hälfte vom Satz werdet ihr dann auch verstehen, wenn ihr weiterschaut. Cambium ist nämlich die Wachstumszone. Das ist eine ganz dünne, fast oft oder oft einzellige Zone beim Baum, bei der sich entscheidet, wird der Baum jetzt nach außen Rinde produzieren oder wird er nach innen Holz produzieren? Das ist diese embryonale Stammzellenzone, Cambium, Cambus, das Wechselhafte. Der Baum, wenn er dort in dieser Zone verletzt wird, entscheidet dann zum Beispiel, dass er neue Wurzeln bilden muss oder dass er neue Wundzellen bilden muss. Das ist das Callus, was im nächsten Punkt beschrieben wird. Dadurch funktioniert dann das Zusammenwachsen. Das Cambium ist die wichtigste Zone überhaupt. Hinter dem Cambium sind die Leitbündel, in denen die Nährstoffe runter transportiert werden und im weiteren Inneren des Baumes wird das Wasser nach oben transportiert. Das ist aber für Anfänger jetzt nicht so entscheidend zu wissen. Grundsätzlich empfehle ich aber immer für jeden Bonsai-Anfänger, sich mit dem Phänomen Baum, Blatt, Wald, Ökosystem auseinanderzusetzen, denn dort, was dort gilt, gilt natürlich auch bei euch für eure Bonsai und man lernt total viel, was einem wirklich weiterhilft. Nummer 16, ich habe es gerade schon erwähnt, Callus, das ist das Wundholz, das ist sozusagen das Narbengewebe eurer Bonsai oder auch die Schwiele, so wie bei euch an der Hand, wenn ihr lange handwerklich gearbeitet habt, bildet ja der Körper eine Schutzschicht, um das Gewebe darunter zu schützen. Und der Baum kann das auch. Dieses Callusgewebe schützt den Baum vor eindringenden Keimen, riegelt ihn gegen Feuchtigkeit ab. Und es lässt sich prima nutzen, zum Beispiel, wenn man das Callusgewebe anregt zu wachsen durch kleinere Verletzungen, um den Stamm zu verdicken, zum Beispiel. Also ihr könnt am unteren Stammansatz zwischen Tachyagari und Nebari, und ihr wisst jetzt schon, was ich meine, könnt ihr zum Beispiel ganz kleine Piekse in die Rinde machen und der Baum wird dort Callus bilden und wird sich verdicken. Ja, das ist oft ein kleiner Trick, um einen dickeren Stamm zu erzeugen. Probiert es mal an einem Nicht-Bonsai aus und wenn das da gut funktioniert hat, dann könnt ihr es bei eurem Baum auch machen. Nummer 17 auf unserer Liste ist der Begriff Abmoosen. Das ist eine Vermehrungsmethode, die auch von Anfängerinnen leicht zu erlernen und zu beherrschen ist. Es geht darum, den Baum an seiner Rinde so weit zu verletzen, dass er gezwungen ist, neue Wurzeln zu bilden, weil er nicht weiß, wohin mit seinen Nährstoffen. Ja? Diese neuen Wurzeln münden dann sozusagen in ein neues Substrat. Das habe ich vorher an dem Stamm rund um die Wunde befestigt. Dazu gibt es diese Mooskugeln, die ihr hier sehen kann. Damit geht es ganz einfach. Man kann aber auch alte Blumentöpfe nehmen, Folie, die man mit Draht oben und unten fixiert. Wichtig ist, das immer feucht zu halten, nicht zu früh anzufangen. Ja, die Blätter müssen schon voll da sein, damit auch Energie produziert wird, dass auch Stoffe wirklich nach unten transportiert werden. Zu spät im Jahr darf man auch nicht anfangen, weil das dauert auch, bis die Wurzeln da sind. Und wenn ich das zu spät mache, dann kriegen sie halt möglicherweise Frost und sterben ab. Das ist eine super Methode, zum Beispiel, um Bäume zu verschönern, die im unteren Bereich einen sehr langen, geraden Teil haben, wo nichts mehr wächst oder nie was gewachsen ist. Die kann ich dann einfach einkürzen, nehme den oberen Bereich und setze ihn neu in die Schale, habe damit die Höhe reduziert. Oft habe ich aber auch im Garten einen schönen Strauch, wo ich sage, Mensch, dieser Ast hier wäre echt der perfekte Bonsai, wenn ich mir jetzt vorstelle, der würde da in einer Schale stehen, dann kann ich ihn ja nicht einfach abzweigen und der macht ja dann keine Wurzeln, sondern ich muss ihn abmoosen.
Das ist wirklich eine sehr einfache Methode. Traut euch einfach mal. Natürlich, es wird Rückschläge geben, aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, wir verlassen nun die Schnitt- und Vermehrungstechniken und wenden uns zwei Begriffen der Alterungstechniken zu. Da gibt es auch unterschiedliche. Die häufigsten sind sicherlich der Gin. Gin ist ein abgestorbener Ast. Es kann auch eine abgestorbene Spitze sein. Meistens sind es allerdings Seitenäste. Ihr müsst euch dazu vorstellen, einen alten Nadelwald. Die unteren Äste sind oft abgestorben, die Rinde ist abgeblättert, der Baum ist verwittert, es gab vielleicht einen Steinschlag, es gab Schneefall. Im Laufe der Jahre hat die Sonne das Holz ausgebleicht. Das sind also einfach künstliche Alterungsmethoden. Es gibt dazu spezielle Werkzeuge und auch ein spezielles Mittel. Das ist so ein stinkendes Ginmittel. Das macht das Holz dann härter und weißer, damit es nicht durch Feuchtigkeit einfach anfängt zu verrotten. Gin findet man in der Regel fast nur bei Nadelbäumen, weil Laubbäume so ein weiches Holz haben, dass es in der Natur auch zu keiner Ginbildung kommt. Und auch die Nummer 19, ein Shari, wird man fast nur bei Nadelbäumen finden. Shari oder Shari, oft auch genannt, ist ein Totholzbereich am Stamm. Bei diesem Beispiel hier ist nahezu der ganze Stamm ein Totholzbereich, aber wer genau hinschaut, wird auch noch Rinde erkennen, in denen die Saftbahnen erhalten worden sind. Das ist auch der ganze Trick, das ist auch das Schwierige bei dieser Technik. Man muss wirklich genau wissen, wo laufen die Saftbahnen an der Rinde entlang, welchen Teil kann ich entfernen. Wenn das allerdings gelingt, und ich glaube, in diesem Beispiel hier ist es sehr eindrucksvoll gelungen, dann lässt es den Baum natürlich unglaublich alt erscheinen. Der Wechsel zwischen dem lebhaften Grün und dem toten weißen Holz, dieser Wechsel, das kennt ihr vielleicht, Yin-Yang, die beiden sich ergänzenden Gegenspieler, hier bei diesem Beispiel, glaube ich, vorbildlich gelungen. Natürlich eine Technik, die schon ein bisschen Erfahrung erfordert. Oft werden dann diese Bereiche noch zusätzlich gefräst mit der Hand oder mit dem elektrischen Fräser. Man kann sie abflämmen, man kann sie auch wieder dunkler färben, sodass sie aussehen, als hätte ein Brand stattgefunden und der Baum hat für sein Überleben gekämpft. Ja. Nummer 20 auf unserer Liste und damit beginnt der Countdown von 10 rückwärts angefangen, ist der Begriff Xamono. Xamono ist eine Beistellpflanze. Es gibt da verschiedene sogenannte Grasdinger. Ja, das wäre tatsächlich die fast wörtliche Übersetzung. Diese Beistellpflanzen dienen dazu, dem Betrachter zu helfen, sich das Gesamtkonzept besser vorstellen zu können. Also wo steht dieser Baum? Zu welcher Jahreszeit betrachte ich ihn? Was will der Aussteller mir sozusagen vermitteln? Ja. Sie sollen dem Baum nicht die Show stehlen. Manche sind so exotisch und so voller Blüten, dass der Baum daneben untergeht. Das ist nicht der Fall oder das soll nicht der Fall sein, sondern sie sollen sozusagen ein harmonisches Gesamtbild mit dem Baum bilden. In diesem Beispiel ist das ganz gut gelungen, weil auch hier nicht nur der Baum selber mit seinen beiden Beistellern solche ungleichseitigen Dreiecke bildet, sondern die Beistellpflanze selber auch noch so klein ist, dass sie das obere fehlende Dreieck, die sogenannte Leere des Betrachters, also den leeren Raum, ausfüllen kann. Also sehr gelungen, sehr gut gemacht. Leider damals bei einer Ausstellung nur Platz 7 beim Zuschauerpreis geworden. Ich glaube aber, das hat damit zu tun, dass viele Zuschauer das oft nicht verstehen, was da eigentlich gezeigt wird. Nummer 21 auf unserer Liste, Bonsai. Ich werde nun den Teufel tun und euch erklären wollen, was Bonsai bedeutet. Nur so viel mal grundsätzlich dazu. Wer euch erklärt, Bonsai bedeutet ein Baum in einem Topf, der glaubt wahrscheinlich auch, man könnte so einen Begriff wie Götterdämmerung damit übersetzen, dass man sagt, da ist ein Gott im Dunkeln. Bonsai ist viel mehr als das. Die Begriffe, mit denen ihr häufig konfrontiert werdet als Anfänger, sind Prä-Bonsai. Das werdet ihr sehen, wenn ihr online nach Bonsai schaut. Die Händler bezeichnen so Bäume, die im Grunde schon vorgestaltet sind,
die aber noch jung an Jahren sind oder auch jung an Reife, die dafür aber sehr günstig abgegeben werden. Und wer 5 Jahre, 10 oder 15 Jahre Geduld hat, kann daraus sehr schöne, später sehr reife Bonsai machen. Solitär-Bonsai sind dann solche reifen Bonsai, die stehen oft ganz wirklich für sich alleine, weil sie so einen besonderen Platz verdient haben, auf einer Säule oder eben auf einem besonderen, schönen Grundstücksplatz. Diese Bäume sind vollendet sozusagen. Ganz und gar nicht vollendet, sondern eher das Gegenteil sind Yamadori. Yamadori sind gesammelte Bäume, die wortwörtlich vom Berg heruntergetragen wurden oder am Fluss gesammelt wurden. Dafür braucht man ein bisschen ein geschultes Auge, aber wenn ihr mal in den Bergen oder am Fluss spazieren seid und an solchen Standorten, wo die Bedingungen suboptimal sind, Bäume findet, die um ihr Überleben kämpfen, dann habt ihr vielleicht gutes Ausgangsmaterial für einen Yamadori. Natürlich braucht ihr die Genehmigung, um den einfach mitnehmen zu dürfen. Aber das lohnt sich oft, da können die wunderbarsten Bonsai draus entstehen. Ganz und gar keine wunderbaren Bonsai entstehen aus Baumarkt-Bonsai oder Kaufhaus-Bonsai. Wer eure Bonsai so betitelt, der will euch sicherlich beleidigen, denn das ist ein Ausdruck für sogenannte Stöcke, die ein paar Wurzeln gebildet haben und mit ein paar Drahtbiegungen in so eine Pseudo-Bonsai-Form gebracht worden sind. Typisch ist diese S-Form, diese Doppel-S-Form, die nicht mal dreidimensional ist, sondern nur von links nach rechts einfach so hin und her geht. Das sind zwei, drei Handgriffe und das ist Massenware. Für den Anfang ist das leider oft der Einstieg in das Bonsai-Hobby, aber auch meistens dann schon wieder der Ausstieg, denn diese Bäume sterben nach ein paar Wochen oder Monaten und viele denken dann, die können nicht Bonsai, aber die haben eigentlich nie die Chance bekommen, das richtig zu lernen. Zwei Begriffe noch zum Abschluss, die auch häufig kommen. Es ist der Shohin-Bonsai oder der Mame-Bonsai. Da bezieht es sich auf die Größe der Pflanze. Shohin-Bonsai sind Bonsai, die im Prinzip in eine Hand passen und Mame-Bonsai passen auf eine Fingerspitze. Es gibt da unterschiedliche Kategorien, aber diese Wörter benutzt in Wirklichkeit kaum jemand. Shohin und Mame. Damit werdet ihr zu tun haben. Apikaldominanz. Damit ist gemeint, dass jeder Baum, nahezu jede Pflanze in mehr oder weniger stark ausgeprägtem Ausmaß das Bestreben hat, gegen die Erdanziehungskraft nach oben zu wachsen und die Spitzen dabei zu bevorzugen. Das heißt, ein Baum hat immer das Bestreben, dem Licht entgegenzuwachsen. Ja, weil die meisten Bäume ja nun doch im Wald groß werden, so rein natürlich gesehen. Und im Wald unten ist dunkel. Und dunkel ist nicht gut für den Baum. Also versucht er so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Seine ganze Energie schickt er immer in den höchsten Punkt. Immer in den vom Stamm am weitesten entfernten Punkt. So versucht er in die Breite als auch in die Höhe zu kommen. Diese Apikal, diese Spitzendominanz, kann man sich zunutze machen, indem ich zum Beispiel dafür sorge, dass ich die Spitzen abknipse, ja, das Pinzieren, ihr erinnert euch, und dann wird der Baum seine Energie in andere Regionen schicken. So als hätte ich sozusagen oben das Rohr verstopft, ja, und jetzt kommt die Energie, der Dampf sozusagen weiter dort an, aber verteilt sich eben in die anderen, in die Seitenverzweigungen. Ich kann das auch nutzen, zum Beispiel, indem ich einen Ast runterbiege, ja, und dann an dem Scheitelpunkt wird die Knospe, die dort sitzt, stärker gefördert als die Endknospe, wenn sie tiefer sitzt. Ja, ihr könnt euch das vielleicht jetzt vorstellen, ihr habt einen Ast, dort gibt es eine Knospe in der Mitte und eine an der Spitze. Nun biege ich die Spitze nach unten, damit ist die mittlere Knospe höher als die Endknospe. Apikaldominanz sorgt dann dafür, dass diese Spitze auf der Mitte des Zweiges, die jetzt die höchste ist, stärker gefördert wird. So kann ich auch das Wachstum steuern, bremsen, beschleunigen. Vorstellung dabei ganz hilfreich ist einfach so ein Rohrleitungssystem, ja, in dem heißer Dampf, also unter Druck, richtig immer nach oben strebt. Ja, er will sich immer an den höchsten Punkt sozusagen ausbreiten und dahin austreten. Und das erklärt, warum eben dieses Pinzieren auch so wunderbar funktioniert, weil der Druck ja da ist,
aber oben kann er nicht mehr raus, ja, da ist die Spitze entfernt und dann muss er eben die Seitenknospen sozusagen ja, zum Wachstum anregen. Im Frühling liest man immer vom Mausohrstadium. Mausohren, damit sind die gerade aufbrechenden Knospen gemeint, also wenn das erste Grün zu sehen ist. Die sind ein guter Zeitindikator, mit bestimmten Tätigkeiten aufzuhören bzw. mit bestimmten Tätigkeiten anzufangen. Nummer 24, TPK steht für Teichpflanzkorb. Damit werden normalerweise Gartenteiche bepflanzt. Wenn ihr einen Bonsai reinpflanzt, wird seine Wurzel irgendwann das Licht der Welt erblicken und absterben. Und hinter der Wurzel werden sich neue Verzweigungen bilden und das Wurzelwerk wird immer feiner. Aufpassen, wenn ihr so Alternativen benutzt. Die sind nicht immer alle UV-beständig. Das heißt, nach ein, zwei Jahren zerbrechen euch eure Nudelsiebe, außer sie sind aus Edelstahl. Nummer 25, der Thai-Pot. Das ist die verbesserte Version des TPKs, mittlerweile UV-beständig und mit solchen Knobs versehen, an denen man die Drähte befestigen kann. Innen drin wird die Wurzel ganz gezielt in die Löcher geleitet, sodass noch schneller und noch feinere Wurzelverzweigungen entstehen. Mittlerweile gibt es die auch aus Keramik, damit das Auge auch was davon. Wenn jemand zu euch sagt, er hat es im BCD-Magazin gelesen, dann meint er mit BCD den Bonsai Club Deutschland, eine Dachorganisation, bei der verschiedene Regionalverbände oder Arbeitskreise unter einem Dach organisiert sind. Man kann als Privatperson dort Mitglied werden. Der BCD hat eine tolle digitale Ausstellung in Zeiten von Corona organisiert. Es gibt regelmäßige Fachzeitschriften, also Clubzeitschriften sozusagen, die man zugeschickt bekommt. Mitgliedschaft lohnt sich. Nummer 27, der NPK-Wert. NPK, Stickstoff, Phosphor, Kalium-Angaben, so wie bei uns auf dem Joghurt draufsteht, wie viel Zucker, wie viel Fett und wie viel Eiweiß ist drin, so steht beim Dünger sozusagen die Nährwertangabe für die Pflanze drin oder drauf. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht nur darum geht, viel hilft viel, sondern es kommt auf das richtige Verhältnis der drei zueinander an. Grundsätzlich als Basiswissen mal, Stickstoff ist in erster Linie dazu da, sozusagen Masse aufzubauen. Also das wäre sozusagen unser Eiweiß, ja, um einfach dicke Stämme, viele Blätter zu produzieren. Phosphor dient in erster Linie dazu, Blüten zu bilden und Früchte zu bilden. Ist ein wichtiger Bestandteil zum Beispiel in Rosendünger oder Tomatendünger. Brauchen Bonsai aber natürlich auch. Und Kalium ist ein Salz, was sozusagen den Frostschutz erhöht und auch das Aushärten beschleunigt. Kaliumbetonter Dünger ist ein guter Herbst- oder Winterdünger. Wer einen Rasen hat, der weiß, wovon ich rede. Herbstrasen ist immer kaliumbetont. Ja. Hier kommt es darauf an, beim Dünger wirklich zu wissen, was brauchen meine Bonsai zu welchem Zeitpunkt. Dieses Thema ist auch Thema eines anderen Videos. Nummer 28, Draht. Draht ist sicherlich jetzt kein Begriff, den ich erklären muss, aber ich werde immer wieder gefragt, kann man denn da zum Drahten auch normalen Draht nehmen? Nein, kann man nicht. Man braucht einen speziellen Bonsai-Draht. Es gibt zwei Sorten von Draht. Der weit verbreitete ist sicherlich der Aluminiumdraht. Der ist für Anfänger auf jeden Fall leichter zu handhaben, er ist leichter zu biegen. Und man muss nicht so viel von Anfang an richtig machen, weil sich die Aststellung immer auch noch korrigieren lässt. Für Fortgeschrittene oder auch für Nadelbäume, die sehr widerspenstig sind, empfiehlt sich ein Kupferdraht. Warum ist der für Fortgeschrittene? Weil der Kupferdraht ist so, man nennt es heiß geglüht. Das heißt, wenn ich den gebogen habe, wird er danach hart und lässt sich kaum noch weiter biegen oder zurückbiegen. Deswegen muss ich halt wirklich mit einem Griff wissen, in welcher Aststellung bewege ich den Bonsai. Und Nadelbäume, die ja nun wirklich oft nach vielen Monaten noch wieder zurück in die Ausgangslage wollen, die sind auch besser mit Kupferdraht zu biegen, weil der einfach den Ast länger ja, in der Position hält als Aluminiumdraht. Der wird über die Zeit, wird der Baum den Draht sozusagen zurückbiegen. Ja, die Kraft von Nadelbäumen ist oft unterschätzt. Nummer 29. Was ist das?
Genau. Welches Tier ist das und was hat es mit Bonsai zu tun? Wenn du das herausgefunden hast, dann schreib es mir doch einfach in die Kommentare. Ich werde das dann kommentieren und wenn du dann wiederum meinen Kommentar mit einem Herzchen versiehst oder mit einem Daumen nach oben, dann weiß ich, dass du es gelesen hast und ich werde deinen Kommentar löschen, wenn er richtig ist, damit auch andere die Chance haben, dieses Rätsel zu lösen. Viel Spaß dabei. Nummer 30, abonnieren. Damit ist natürlich gemeint, den Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst und auch in Zukunft alles leicht wiederfinden kannst. Wir sind etwas über die Zeit, ganz unter 30 Minuten, das habe ich nicht geschafft. Aber ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat, dass du das ein oder andere jetzt besser verstehst oder genauer weißt, was damit gemeint ist, wenn du auf diese Begriffe stößt. Im nächsten Video wird es um das Thema Moos gehen. Moos in der Bonsaischale. Was hat es damit auf sich? Ist es gut? Ist es schlecht? Kann man das ignorieren? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Kommentar dort. Konstruktive Kritik jederzeit willkommen. Ich bin noch dabei zu lernen. Sowieso lebenslanges Lernen ist bei mir angesagt. Wenn es euch nicht gefallen hat, freue ich mich auch über konstruktive Kritik. Aber bitte nicht einfach nur meckern, sondern sagt mir auch, wie ich es besser machen kann, denn dann werde ich versuchen, das umzusetzen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, wann immer ihr das schaut. Bis zum nächsten Mal, euer Holger aus der Steiermark.